Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ark, meine lieben Freunde. Die Julia ist auch noch mit am Start hier, die liegt da zwar noch, die lockt sich aber gerade auf den Server ein. Und ich laufe jetzt erstmal und trinke was Wasser und wir haben heute etwas ganz Besonderes vor, denn wir möchten heute das erste Drachenei schlüpfen lassen, ja? Ich möchte mich direkt zum Anfang erstmal bei euch bedanken für euer mega krasses Verständnis. Also um das nochmal ganz kurz anzuschneiden, das Thema. Wir hatten echt gestern richtig krasse Bedenken, dass der ganze Spielstand weg war und mussten dann halt dementsprechend gucken, dass wir das irgendwie alles abgestimmt kriegen, dass das wieder so ist wie vorher. Und ja, mit den Dracheneiern haben ganz viele Leute geschrieben, ey Kevin, das ist absolut gar kein Thema, ist alles in Ordnung so, ne, weil die Leute auch wissen, wir haben das ja geschafft, uns die Dracheneier auf legitime Art und Weise zu besorgen. Oh, und wir haben sehr, sehr, sehr viele Narkobären schon hier drin, ne? Die holen wir jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch das Projekt gefällt und ihr weiterhin richtig Bock auf Ark habt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr erstmal einen dicken, fetten Like da lasst. Und wir werden jetzt heute, wie gesagt, das erste Drachenei zum Schlüpfen bringen. Vorher werde ich jetzt nochmal so ein bisschen Narkotik herstellen, damit wir das auch haben. Packen wir nämlich jetzt hier direkt mal in den Mörtel rein. So, und dann werden wir da... Oh, wo ist denn unser ganzes Gammelfleisch? Ist das schon... Im Kühlschrank. Ich habe das alles gestern noch da reingepult. Ah, okay, sehr gut. Ja, dann packe ich das nämlich jetzt in den Dings hier rein. Ja, die Julia ist jetzt auch da, endlich. So, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen, ne? Wir müssen ja eigentlich nur hier oben diese Lagerfeuer anmachen und dann... das Ei dazwischen quasi stellen, ne? Du musst erst das Ei dahinlegen und dann die Feuer anmachen, weil sonst verbrennst du dich selber. Ja, genau. Wir müssen auch die Lagerfeuer um das Ei drumherum am besten machen, ne? Wir brauchen ja relativ viel Wärme für so ein Ei. Mit welchem Ei wollen wir anfangen? Mit dem hohen oder dem niedrigen? Das ist jetzt die große Frage. Ich würde sagen, der Giftdrache in meinen Augen, der ist halt eher so, ja, für PvP finde ich mehr geeignet. Deswegen, und den würden wir zum Dracheneier holen benutzen, weil das halt dann ziemlich easy gehen würde. Wobei, man kann das auch weiterhin mit dem Greif machen, das wäre auch nicht das Thema. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Giftdrachenei an. Das brüten wir aus, oder? Ja, bin ich auch dafür. Okay, pass auf, ich komme jetzt mit dem Giftdrachenei, dann lege ich das aber jetzt hier. Aber wo sind die ganzen Lagerfeuer hin? Ich habe die, hier waren noch drei Stück, die habe ich genommen, ja. Ja, ich habe jetzt sieben Stück. Ja, ich habe jetzt sieben Stück. So, so, da ist das Ei. So, dann stellen wir jetzt hier die Lagerfeuer drumherum auf. Damit das Ei natürlich sehr viel Wärme bekommt, Leute. Reichen die so? Ja, das sollte dicke reichen. Ah, okay, ich vertraue dir mal. So, dann würde ich sagen, machen wir eins nach dem anderen an. Das steht ja auch beim Ei dabei, ne? Ob das zu kalt oder zu warm ist. Zu kalt steht noch da, genau. So, jetzt packen wir hier auch nochmal was rein. Moment. So. Zu kalt. Ja, mal abwarten. Kann ja nicht zu kalt sein, ey. Der steht hier mitten in diesen Lagerfeuern, ja? Also ich kann noch welche in die Nähe machen. Das geht auch noch. Ja, ich habe keine mehr, aber ich habe noch ein bisschen Holz dann, ne? Ah. Das steht noch immer zu kalt. Ja, warte, dann machen wir noch eins hier hin. Ja, vielleicht geht das wirklich nur mit der Klimaanlage. So, mach noch mal da Holz rein. Hey, wir haben das aber doch früher schon mit Lagerfeuern ausgebrütet mal. Dann stellen wir gleich noch ein paar Lagerfeuer her. Wir machen dann hier so 20 Lagerfeuer hin. Ist mir egal. Ich will, dass das Ei ausschlüpft heute. Er sagt aber immer noch zu kalt. Ich weiß, dass wir hier so 10 oder 12 Lagerfeuer damals hatten. Ich glaube, wir müssen noch welche herstellen. Wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir schauen. Na, der sagt noch immer, das ist dem Ei zu kalt, Leute. Ja, wir müssen gucken, dass wir da auf jeden Fall genügend Wärme erzeugen. Haben wir denn noch die Materialien für weitere Lagerfeuer? Ich muss Steine holen. Okay. Ja, ich achte mal so ein bisschen auf das Ei. Nicht, dass dem irgendwie groß was passiert. Aber warte mal, wir haben doch hier unten noch Lagerfeuer. Die können wir doch so lange benutzen. Nimm die mal. Ja, mach mal. Haben wir denn noch Holz? Habe ich im Inventar. Na, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Das brennt eh nicht mehr groß lange. So, also da ist nichts mehr groß zum Braten drin. Zack. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. So. Ja, der sagt doch immer, das ist dem zu kalt. So, dann packen wir da... auch nochmal was rein. Hier. Auch nochmal. So, dann kommt hier noch ein Lagerfeuer hin. Ich hoffe, das funktioniert, Leute.
Ja, ich habe jetzt Steine geholt und ich hole jetzt auch noch kurz Holz. So ein bisschen bringe ich mit auf den Weg. Es kann aber wirklich sein, dass wir die Klimaanlagen dafür brauchen, dass das nicht mehr mit Lagerfeuern geht. Ich habe da halt echt keine Ahnung, ne? Weil der Raum, du bist hier schon drinne, ich krieg schon das Feuersymbol ich selber. Ja, ich kann schauen, ob ich Strom machen kann und eine Klimaanlage. Also wir haben noch Eisen da. Ja. Ja, dann sollten wir mal gucken. Mal, guck dir das mal an. Du kriegst ja schon das Symbol, dass die Flamme ist schon hier, wenn du hier hinstellst. Du kannst das ja, ja nicht noch wärmer machen. Warte mal. In dem Raum sind einfach... Okay, jetzt steht da 15 Grad. Ich weiß nicht, wie nah, wie heiß das ist, wenn ich jetzt hier nah rangehe. Naja, er sagt immer noch, ist zu kalt. Ja, soll ich das alles abbauen und das Ei erstmal nehmen und wir lassen das dann lieber, bevor da irgendwas passiert? Ja, ich guck mal wegen der Klimaanlage und dem ganzen Zeugs. Ja, okay, ich bringe das Ei nochmal in den Kühlschrank. Oh. Kannst du mal eben Öl und Leder in die Schmiede legen, dass wir Ziehen machen? Haben wir überhaupt Öl? Ja. Warte mal, wo ist unser Greif? Ah, okay. Ja, hier kam gerade irgendwie so ein Säbelzahntiger. So, ich tue jetzt erstmal die Viecher kurz hier hin. So, ganz ruhig, Freunde. Bleibt mal ganz ruhig alle hier. Müssen auch gucken, dass wir unbedingt einen Stall bauen. Übrigens, Leute, kurze Info nochmal am Rande, ne? Mittwoch, großer Livestream ab 18 Uhr. Da werden wir richtig, richtig viel Ark daddeln. Wir werden auch wahrscheinlich in dem Livestream vorproduzieren. Ne? Also wir werden länger als 2 Stunden wahrscheinlich Ark machen. Also wer Bock hat, kann da gerne zu einschalten. Und am Samstag gibt es ab 10 Uhr morgens, ja, ab 10 Uhr, gibt's einen, oder 10 Uhr vormittags, morgens, vormittags, ich weiß nicht, was das für euch für eine Zeit ist. Auf jeden Fall gibt's da einen riesengroßen Open-End-Livestream. Diesen Samstag ab 10 Uhr, meine lieben Freunde. So, und ich packe jetzt erstmal alles hier ein, diese ganzen Lagerfeuer und alles, weil die brauchen wir jetzt erstmal im Moment nicht. So, ich packe dann gleich das Öl und so rein. Ja, ich kann mal gucken, ob ich noch Öl besorgt kriege. Wo hast du das denn her, das Öl? Von den Krabben? Krebsen. Ja, die laufen hier überall am Strand bei uns rum, ne? Ich kann mal gucken. Also ich brauche 10 Öl und 50 Sparkpowder für den Fabricator noch. Okay, ach, brauchst du den, um die Klimaanlagen herzustellen? Ja, ich brauche Elektronik, um das herzustellen halt. Ja, okay, gut. Also was soll ich jetzt genau machen? Öl ranholen oder soll ich das in die Schmiede tun? Öl mit Leder in die Schmelze, dass wir halt Benzin bekommen. Ja, wo haben wir das Öl drinne? Ja, da fragst du mich jetzt was. Weil hier in den Schränken ist nirgendwo Öl drinne. Hast du das vielleicht schon irgendwo da reingeräumt? Kann sein in der Werkbank. Ja, mal gucken. Ja, da sind 8 Stück drinne, ne? Ja, ist zu wenig. Scheiße. Ja, dann muss ich nochmal eben losgehen und gleich was besorgen. Warte. Er braucht immer, glaube ich, 5 Öl und 1 Leder für einen Kanister, ne? Ja, irgendwie so um den Dreh. Eieiei, da müssen wir gucken, Leute. Das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. So. Nee, kann mal. So, da müssen wir jetzt mal gucken hier. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Krebse hier an der Seite, Leute. Vielleicht müssen wir so oder so auch mal besorgen. Perlen haben wir, ne? Ja, Perlen haben wir. Ja, aber auch nur 22. Ich brauche pro Elektronik brauche ich 3 Perlen. Das heißt, ich brauche 10 Elektronik. Das wären 30 Perlen. Ja gut, da kann ich ja so einen Biberbau noch weiter plündern. Guck mal in den Greif. Das kann auch sein, dass in dem sogar noch was drinne ist. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte sein. Nee, da sind nur Werkzeuge drin. Okay. Ja, dann müssen wir mal gucken. Dann wird das schwierig, dass wir heute schon die Klimaanlage hinbekommen. Weil da müssen wir echt ein bisschen farmen für. Wir müssen auch mal gucken, dass wir Kartoffeln und Karotten und so anlegen jetzt. Damit wir dieses Bufffood uns in Kürze machen können, womit wir länger tauchen. Ja, klar. Weil dann kann ich nämlich nach Öl suchen. So, Leute, der Akku, der rastet hier richtig aus. Der nimmt den jetzt erstmal schön auseinander. Warte, der viel Leben jetzt, aber der wird auch sehr viel Fleisch geben. Gibt's die Klimaanlage nicht in S+? Keine Ahnung. Doch, müsste es geben.
Aber da musst du doch diesen S-Plus-Fabricator für machen, oder nicht? Ja, den habe ich ja schon gelernt. Okay. So. Okay, Leute. Der Akku hat hier irgendwie, der ist irgendwie ein bisschen überladen. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schwer. Ich trage bestimmt wieder irgendwelchen Stuff mit mir rum, ja. Gammelfleisch und sowas. Komm, das bringen wir mal eben zurück und dann werde ich mal schauen, ob ich ins Wasser gehe. Ich habe auch meine Eisenrüstung und so nicht mehr. Die muss ich mir jetzt mal eben schnell machen gleich. Also Metall haben wir weitaus genug, ja. Um alles herzustellen. So, die S Plus habe ich jetzt gefunden. Die hieß halt Conditioner, ne? Deshalb habe ich die halt nicht gefunden. Ja. Okay, so. Ja, dann müssen wir jetzt gleich mal hier in die Werkbank noch ein bisschen Eisen legen, wenn es geht. Weil dann mache ich mir jetzt erstmal eine Eisenrüstung. Dann versuche ich mal ein bisschen zu tauchen und guck, ob ich schon Öl geholt kriege, so. Eisen ist alles in dem runden Tisch, in der runden Werkbank. Oh, ich habe nicht so viel Traglast wie du, dass ich das alles rüberpacken kann mal eben. Also so ein Stack, weißt du? So, jetzt packe ich hier nochmal Leder rein. Davon haben wir mittlerweile auch schon einiges. Kohle kann hier auch rein. Das Lanzenrezept kann weg. Genauso auch wie die doppelten Armbrüste und sowas, die ich hier habe. Ich habe hier 200 reingelegt. Ja, sehr gut. Dann packe ich das dann nämlich alles erstmal rein hier. So, zack, zack, zack. So, dann gehen wir auf Rüstungen. Metall. Ah, okay, ich muss Fasern reinpacken, aber habe ich noch genug hier. So, dann sagen wir ihm, er soll die Lanze noch reparieren, ne? Dann müssen wir unsere Spitzhacke reparieren. Genau. So, und dann werden wir nämlich jetzt gleich schauen, Leute, dass wir dann mal gucken, dass wir mal so ein bisschen ins Unterwasserreich gehen von Ark, ja. Da müssen wir mal gucken, was wir da so geregelt kriegen. Ich packe die Lagerfeuer jetzt auch mal eben in die Werkbank, weil die nehmen ja sonst super viel Gewicht weg. So, zack. Das haben wir auch. Die Lanze ist auch fertig, die Spitzhacke auch. Sehr schön. So. Und dann gucken wir nochmal gleich nach dem Gewächshaus auch, was da schon so abgeht. Dass schon so ein paar Narco-Berries wieder gewachsen sind. Würde mich jetzt mal interessieren. Weil wir haben ja jetzt mittlerweile das Gewächshaus fertig und da müssten ordentlich Narco-Berries eigentlich wachsen. Weil das geht ziemlich gut ab, so ein Gewächshaus. Schauen wir einfach mal. Irgendwie fehlt ein Adler, ne? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Also Grinsekatze ist hier. Doch, der steht doch hier. Agentavis da und Grinsekatze. Der eine ist hier hinten. Ah, okay. Oh, der ist wieder Level up. Draklas direkt skillen hier. So. Okay, ich guck mal, dass ich unter Wasser was vielleicht kriege. Lauf da jetzt mal an der Seite rein und schau mal, wenn da natürlich diese komischen Giftskorpione da, diese Unterwasserkrebse kommen, dann werde ich natürlich direkt das Weite suchen. Weil wenn die mich einmal stechen, habe ich so viel Torpor, dass ich direkt umfalle. Ja, ich guck mal, ob ich diese normalen Krebse sehe, irgendwo hier am Strand. Hier scheint aber auch nicht viel ölhaltiges Gestein zu sein. Ja, das gibt's halt im Schneegebiet, ne? Wir haben hier direkt einen Level 140er Megalodon. Wir haben hier direkt einen Level 140er Megalodon bei uns in der Bucht. Der schwimmt da einfach. Der schwimmt da seelenruhig rum. Und wir haben den 140er Bronto hier. Boah, Junge, ey, wir sollten eigentlich mal gucken, dass wir die Viecher zähmen. Also den Megalodon auf jeden Fall, weil den Sattel kann ich schon. Und wir müssten ja bald auch die Taucherrüstung können. Der Megalodon würde sich übertrieben für uns lohnen. Ich muss nur mal gucken, haben wir noch Torpor-Sachen und so? Nee, ne? Nee, das ist ja alles durch den Fehler weggegangen. Aber warte, dann craften wir uns jetzt wieder was. Wir müssten ja noch genügend Kohle und sowas haben, oder nicht? Kohle haben wir 3 Stacks oder 4. Und Spark Powder haben wir da auch noch einiges von. Über 100. Ja, und wir haben sogar noch Gunpowder. Siehst du? Da können wir uns jetzt schnell so Torpor-Sachen machen und so. Und dann können wir gucken, dass wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall den Megalodon und den Bronto tamen, je nachdem. Ja, können wir gerne machen, ne? Bin ich dabei. So, wo haben wir denn die ganze Kohle? So, das kommt erstmal hier rein dann. Zack. So, Leute. Ja, ich würde einfach mal sagen, ihr stimmt auch gerne ruhig mal in den Kommentaren ab oder könnt uns Feedback schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir die zähmen. Ah, hier ist die ganze Kohle. Die beiden, also den Megalodon und den Bronto, also ein 140er Bronto, Junge, das ist ein Biest, Leute.
Ey, wisst ihr, wie krass das abgehen wird, wenn wir den haben? Holy moly. Ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare, würde ich an der Stelle sagen. Und ich gucke jetzt, dass ich schon mal so ein bisschen alles vorbereite dann für die nächste Folge, dass wir dann genügend, ja, Zeug zum Betäuben haben. Wir müssen nämlich auf jeden Fall ein Gewehr herstellen und all so ein Kram. Deswegen Waffen, Schusswaffen. Da haben wir das Gewehr, genau. So, und dann müssen wir jetzt hier auf Waffen und Munition und davon müssen wir ganz viele herstellen, ja. 6 Stück können wir gerade mal. Also da fehlt uns auf jeden Fall ordentlich Gunpowder, Leute. Da müssen wir gucken, dass wir da richtig, richtig viel herstellen. Ich guck mal, dass ich noch mehr Gunpowder mache. Dafür brauchen wir ordentlich Spark Powder. Ein Gunpowder braucht immer ein Spark. Und eine Kohle. Also Holzkohle, ja. Da müssen wir gucken. Für Spark Powder brauchen wir Stein und Flint. Also ich muss am Anfang der nächsten Folge auf jeden Fall 9 Dünger ansetzen. Ja. So, gucken wir mal eben hier schnell futtern. So, dann holen wir jetzt erstmal ordentlich Stein eben, Leute. Und dann noch ein bisschen Flint, dann machen wir Spark Powder nochmal. Oh ja, das werden auf jeden Fall weitere geile Folgen werden, Leute. Also wir holen uns auf jeden Fall diesen 140er Bronto und den 140er Megalodon. Weil dann haben wir schon echt, also der Megalodon 140, der wird krass sein. Der wird sehr, sehr viel Leben haben und so. Den kann man dann sehr gut benutzen für den Anfang erstmal. So. Ja, dann hol du Flint, ich hol Stein. Ja, okay, können wir so machen. Ich habe jetzt zwar auch schon mal ein bisschen Stein geholt, aber ich kann noch Flint hier rausholen. So. Ja, wir müssen halt sehr, sehr viele von diesen Narkose-Dingern haben, ne? Damit ich die echt gut betäuben kann. Ich habe noch Narkose in Mache gerade. Vor allen Dingen bei Megalodon müssen wir mal schauen, dass wir den vielleicht, wenn ich den gepult habe, du dann hinter den tauchst und Wände setzt, dass der nicht mehr rausschwimmen kann, weißt du? Aus der Bucht, wenn wir den da einmal drinne haben. Ja, klar, kann ich machen. Müssen wir einfach mal schauen, ob wir das hinkriegen. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, dass der da irgendwo mitten ins Meer reinschwimmt und dann haben wir echt so ein Problem damit. So, ich habe jetzt auf jeden Fall ordentlich Flint und Stein. Da können wir dann richtig viel von herstellen. Mal gucken hier. Yes, ey, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Das wird richtig geil. Vor allem, wenn auf jeden Fall. Bronto haben. Da können wir richtig schnell Narco-Berries mitfarmen. So. Dann hauen wir das hier rein. Zack, zack, zack. Kommt alles dahin. So, dann stellen wir nochmal 72 davon her. Oh ja, wir haben auch schon ordentlich Gunpowder hier. Das packe ich jetzt auch schon mal rüber, Leute. So, und dann stellen wir wieder direkt Munition her. Ja, da kommen jetzt nochmal ordentlich welche dazu. So, das Eisen packen wir hier auch mal direkt rein. Oh, wir haben 5 Benzinkanister auf jeden Fall schon mal. Ja, die reichen. Du brauchst pro Stunde 1 Benzinkanister. Ja. So, dann packen wir das hier rein. Zack. So, und dann können wir schon hier, ja, gucken, dass wir gleich weiteres Gunpowder direkt machen. Julia ist ja noch ordentlich Stein am Holen. Ich werde mal gucken, gehst du gerade mit dem, bist du mit dem Dödi gegangen? Ich bin mit dem Dödi gegangen, ja. Okay. So, also auf was sollten wir... 600 jetzt Steine. Auf was sollten wir den, Ankylo noch mal skillen, damit der, gut abgeht? Soll ich den auf Nahkampf machen auch? Ankylo war was jetzt? Ja, der zum Eisen holen ist normalerweise. Mit dem kannst du ja auch sehr gut Flint holen. Ja, Gewicht auch. Auch auf Gewicht, okay. Kannst du aber auch ein bisschen auf Schaden machen. Mach mal Gewicht bis auf 500, ja? Nahkampfschaden hat er jetzt 300%. Ja, das Problem ist, jetzt sind hier fast gar keine Steine mehr. Hier ist alles abgebaut. Hier kann ich, glaube ich, nichts großartig holen, Leute. Wir sind aber auch schon mittlerweile fast am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, nicht vergessen, Mittwoch gibt es den riesengroßen Livestream. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Gas geben, damit hier jetzt endlich auch mal ein richtig krasser Fortschritt kommt. Wobei, man muss ja sagen, wir kommen ja schon echt ordentlich weit Folge für Folge, ne? Man muss bedenken, wir sind noch nicht mal bei 50 Folgen und haben schon einen Greif, meine Freunde. Wir haben schon einfach einen Greif, der auch schon wieder Level up ist. Oh, der ist sogar gut Level gestiegen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich in Ausdauer investieren. Ja, ich will nämlich bis 1000 Ausdauer gehen. Dann werden wir Leben auf 10.000 bringen oder wir werden den Nahkampfschaden erhöhen. Müssen wir mal schauen. Es läuft auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stabil hier, meine lieben Freunde. Und danke nochmal für euer Verständnis in Bezug auf die Dracheneier. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr
Bock habt und in Zukunft nichts mehr von Ark verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Ark wieder, wo es dann ordentlich weitergeht. Wir gucken, dass wir in der nächsten Folge, ich würde sagen, als erstes den Bronto ranholen. Den werden wir als erstes zähmen, den 140er Bronto, weil dann können wir auf jeden Fall Narkobären ohne Ende produzieren. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr natürlich auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut da rein, tschüss zusammen.